Ja, hi Leute, heute geht es um das UV-Schutzfluid von Garnier Ombre Solaire Sensitiv Expert. Das habe ich jetzt neulich bei DM entdeckt. Ist auch, glaube ich, relativ neu im Programm. Und da die Textur hier sehr leicht sein soll, dachte ich mir, probiere ich das direkt mal aus. Gekostet hat das Ganze 9,95 Euro, enthalten sind hier aber nur 40 Milliliter. Das Produkt enthält sechs UV-Filter. Laut meiner ersten Recherche sind es auch alles ja, relativ unbedenkliche Filter. Zwei davon, und zwar Mexoryl XL und SX, sind, soweit ich weiß, von L'Oréal patentierte Filter, die auch sehr gut sein sollen. Das Produkt ist parfümfrei, was ich sehr begrüße. Es ist aber Alkohol enthalten, und zwar an zweiter Stelle, was für den einen oder anderen vielleicht ja, wichtig ist. Hier steht auch noch vorne drauf, dass Hyaluronsäure enthalten ist. Das finde ich jetzt okay. Wenn ich persönlich großen Wert auf diesen Inhaltsstoff lege, dann kaufe ich mir ein extra Produkt und trage das dann unter der Sonnencreme auf. Ja, mit dieser Hyaluronsäure, also ich meine, ich habe den Eindruck, alle paar Jahre kommt irgendein Trendinhaltsstoff auf den Markt, von dem dann nur noch gesprochen wird und der dann in jedem zweiten Produkt enthalten ist und auch als Verkaufsargument angeführt wird. Ja, ich meine, gut, letzten Endes soll es mir recht sein, solange dieser Stoff nicht schadet. Aber ich glaube nicht, dass irgendwelche sichtbaren Ergebnisse erzielt werden in solchen geringen Konzentrationen. Letzten Endes muss ja der Verbraucher nachdenken, ob er es jetzt braucht oder nicht. Wenn es die Verkaufszahlen ankurbelt, dann würde ich es wahrscheinlich auch machen als Firma. Ich meine. Gut, kommen wir mal zum Swatch. Also man muss das Produkt vor dem Gebrauch schütteln, und man hört, glaube ich, auch schon, dass es sehr flüssig ist. Es klingt fast wie Wasser. Oh, siehst du, ja, da kommt es auch schon raus hier. Aber gut, ja, also wie man sieht, das Produkt ist sehr flüssig. Ja, gut, aber es ist natürlich ein Fluid. Also wenn es als Fluid beworben wird, dann erwarte ich auch eine flüssige Textur. Und wenn man das ein bisschen verstreicht, wird es ja mehr oder weniger unsichtbar. Ja, man sieht eigentlich nichts, ne? Es sieht tatsächlich aus, als hätte ich nichts aufgetragen. Wir kommen jetzt auch schon zum Auftrag. Das Problem bei dieser flüssigen Creme ist, dass man es nicht so ganz leicht abwiegen kann. Deswegen ja, mache ich es so, dass ich die Creme streifenweise auftrage und dann die Differenz wiege inklusive Flasche. Das klingt jetzt ein bisschen krank, aber ist eben eine ganz gute Möglichkeit, um ein Gefühl für die Mengen zu bekommen. Wenn ich dann das Gefühl habe, lasse ich das natürlich mit dem Abwiegen, weil dann weiß ich, wie viele Streifen ich sozusagen auf meine Finger auftragen muss, um ungefähr auf 1,2 Gramm zu kommen. Ja, das ist schon so eine Wissenschaft für sich, das Ganze. Aber ich denke, diejenigen, die sich für das Thema interessieren, können das nachvollziehen. Ja, jetzt muss ich ein bisschen Kopf rechnen. Sollte klappen. Ja, also das sind, oh nein, das sind jetzt ein bisschen mehr als 1,2 Gramm. Ich muss mich jetzt beeilen, weil das ist wirklich super flüssig. Scheiße. Schon auf dem Boden jetzt. Ja, aber da ich sowieso mehr genommen habe, sollte das eigentlich reichen. Fürs Gesicht. Ja, was ich an dieser Stelle auch noch erwähnen muss, ist, dass das Produkt nicht in den Augen brennen soll. Das heißt, man kann es angeblich auch sehr gut um die Augen auftragen, ohne dass es brennt. Also der Auftrag geht sehr schnell. Das Produkt fühlt sich auch sehr leicht auf der Haut an, aber es hat nicht diese klassisch gelig-wässrige Textur, sondern eine etwas klebrige Textur, aber nicht fettig. Ist so ein bisschen stoppig, wenn man so will. Also ne, die stoppt so ein bisschen auf der Haut. Ja. Geruch ist sehr angenehm. Benutze einfach keine Artikel mehr. Geruch ist angenehm. So, ich bin schon fertig mit dem Auftrag. Das Finish ist jetzt schon ganz okay, aber ich warte trotzdem 30 Minuten wie immer und melde mich dann zurück mit einem Update. Bis gleich. Hey Leute, da bin ich wieder. Ich habe die Creme jetzt einziehen lassen, und ich finde, das Finish ist sehr zufriedenstellend. Es glänzt noch ein bisschen,
Aber es ist auf jeden Fall kein fettiger Glanz. Die Creme fühlt sich sehr leicht auf der Haut an und klebt minimal. Also man könnte jetzt eigentlich ohne Probleme Make-up drüber auftragen oder sogar puderbasierte Produkte. Das müsste eigentlich jetzt funktionieren. Also das finde ich ist sehr, ja, also ist für mich sehr zufriedenstellend und nicht ganz matt. Also ich persönlich möchte auch gar kein ganz mattes Finish. Insofern ist das für mich vollkommen in Ordnung. Da würde ich sagen, stelle ich jetzt mal die Vor- und Nachteile gegenüber. Also als Vorteil würde ich auf jeden Fall das Finish anführen. Es ist nicht zu matt, es ist aber auch nicht zu reichhaltig. Es glänzt noch minimal, man kann aber sehr gut damit arbeiten und ich denke, das wird für sehr viele Hauttypen geeignet sein. Das Produkt fühlt sich auch nicht schwer auf der Haut an. Es ist spürbar, aber absolut okay. Also es stört nicht. Manche Cremes liegen ja wirklich tonnenschwer auf der Haut, ne, oder trocknen übermäßig aus. Das ist hier wirklich nicht der Fall. Was auch super ist, ist, dass die Creme gar nicht in den Augen brennt, weder beim Auftrag noch über den Tag verteilt, noch beim Schwitzen. Also das ist wirklich ein sehr augenfreundliches Produkt, so wie es eben auch auf der Packung angegeben ist. Auch die Filter finde ich sehr zufriedenstellend. Ich habe bei der Creme ein gutes Gefühl. Es sind sehr ausgewogene Filter drin, also ein sehr breites Schutzspektrum hat man hier und die Filter wirken laut meiner Recherche auch alle nicht hormonell, was mir immer sehr wichtig ist oder wo ich ungerne Kompromisse eingehe, muss ich sagen. Auch super ist, dass hier kein Parfüm enthalten ist. So umgeht man einfach einen Faktor, der die Haut zusätzlich irritieren kann und ja, das ist auf jeden Fall schon mal auf. Ein Plus. Als Nachteil würde ich sagen, gilt auf jeden Fall jedes Preis-Mengen-Verhältnis. 40 Milliliter für knapp 10 € sind viel. Es ist zwar ein sehr gutes Produkt, aber für die tägliche Anwendung und in der erforderlichen Auftragsmenge kommt man da schon auf einen stolzen Betrag am Ende des Jahres. Mir persönlich ist das schon zu teuer. Ich würde mir hier dann überlegen, ob ich die vielleicht an Tagen benutze, an denen mir das Finish wirklich sehr wichtig ist oder an denen ich Make-up tragen will oder ähnliches. Und an den anderen Tagen im Alltag dann vielleicht doch eher auf eine etwas günstigere Creme ausweiche. Der zweite Nachteil ist, dass das Produkt sehr, sehr flüssig ist. Ich finde die Verpackung dafür erstens sehr unpraktisch. Vielleicht wäre eine Art Pumpspender etwas sinnvoller. Und ja, auch in der Handhabung ist es mir einfach ein Ticken zu flüssig. Da würde ich mir wünschen, dass es ein bisschen mehr Konsistenz hat. Der dritte Nachteil, der vielleicht nur für manche ein Nachteil ist, ist, dass Alkohol enthalten ist. Ich persönlich merke das weder beim Auftrag noch danach. Also es hat jetzt keine starke alkoholische Note und insofern ist es für mich kein Problem, aber vielleicht für den einen oder anderen. Ja, und zu guter Letzt muss ich noch sagen, dass ich das Produkt abrollen kann. Je nachdem, was man darunter oder darüber aufträgt. Also darüber trage ich ja selten irgendwas, aber darunter trage ich schon ab und zu eine Pflege auf und je nachdem, was und wie viel ich drunter gebe, kann es sein, dass das Produkt abrollt, wenn ich es dann zu lange einarbeite. Da muss man ein bisschen aufpassen, aber so pur auf der Haut aufgetragen, macht es eigentlich keine Probleme. Das war es auch schon von dieser Creme. Also ich würde sie definitiv empfehlen. Das ist eine der besten aus der Drogerie. Ich habe ja jetzt durchaus schon die ein oder andere Creme getestet. Auch aus der Garnier Ombre Solaire Reihe. Da hatte ich einmal die Gel-Creme. Die ist wirklich im Vergleich zu dem hier wesentlich schlechter. Also wenn man die Wahl hat und nicht zu sehr auf den Preis achtet, dann würde ich definitiv diese hier vorziehen. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und freue mich wie immer, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Bis bald.